Willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 8. Es ist lange her, aber ich mach weiter. Ja, der letzte Part ist ja sehr, sehr, sehr lange her. Und wie ihr vielleicht seht, habe ich einen neuen Monitor, einen größeren. Na gut, sehen tut ihr es vielleicht nicht, aber könntet euch vielleicht an der Qualität auffallen oder so. Ich weiß es nicht direkt. Und im letzten Part, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir eigentlich ein Kartenspecial machen wollen, aber da musste ich auch ein bisschen Story weitermachen, damit ich die, keine Ahnung wie die hießen, machen konnte. CC-Freak, so war das. Wie man sieht, habe ich auch ein paar Karten. Wie zum Beispiel Leviathan neu, Karbunkel neu, Gilgamesh. Ja, ich glaube, das waren auch schon alle wichtigen. Na, auf jeden Fall machen wir jetzt mit der Story weiter. Na, Quizzy, wo sollen wir hin? Haben wir das Schiff der Weißen Seele schon gefunden? Wo das Schiff der Weißen Seele wohl ist? Ich habe eine Ahnung. So, dann nehme ich Cell mit und Selfie. Wie soll es anders sein? So, kurz nachdenken. Dalit, Timber, Winhill, Wüstengefängnis, Ideahaus. Ja, Ideas Haus war das. So, dann Reisen oder keine Ahnung, wie wir es nennen sollen. Wir gleiten, schwimmen, fahren. Da, auf jeden Fall nach Ideas Haus. Das steht fest. Und wenn jetzt alles klappt, nehme ich öfters auf. Vielleicht sogar auch zwischendurch mal wie das neue Video Assassin's Creed, nur halt mit mir und Robin im Multiplayer. Wegen, naja, er hatte noch viele Bugs leider, aber naja, keine Ahnung, irgendwas wollte ich sagen. Auf jeden Fall nehme ich den Multiplayer auf und ja, Story möchte ich jetzt nicht unbedingt neu anfangen und ja, ist halt so. Müsst ihr dann woanders gucken, wenn ihr die Story sehen wollt, sagen wir es so. Gibt's ja bestimmt genug Let's Player, die es machen und ja. Ich muss ja nochmal wieder gucken, was für Projekte ich noch am Laufen hatte. Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade eigentlich nur Final Fantasy 8, Divinity 2. Ich glaube, das mehr habe ich schon nicht mehr im Kopf. Ja. Ne, mehr habe ich eigentlich nicht im Kopf. Na, ist hier irgendwas? Und ja. So sieht im Moment der Stand der Dinge aus. Kann ich euch helfen? Elione soll auf dem Schiff der Weißen See sein. Diese Kinder sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lange an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja, sie mochten die Landschaft auf dem Zentralkontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Michael, nimm diesen Brief, damit werden sie euch willkommen heißen. Habe ich das Item noch, was ich... Habe ich es geholt, habe ich es nicht geholt? Brief der Hexe, Galley Times, ja, habe ich noch, gut. Werde ich auch noch brauchen gleich, wenn ich das Schiff der See jetzt gefunden habe. Ich könnte jetzt meine Komplettlösung mit der Karte gucken, aber... Naja, ungefähr kann ich mir merken, wo die sind, aber ungefähr ist halt nicht ganz und ja... Das ist ein Problem. Auf jeden Fall in der Bucht. Die ist nicht gemeint, oder? Nee.
Bin ich denn schon richtig? Hallo? Nee, sieht nicht so aus. Na? Da sind sie. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Ob ich richtig fahre, ich weiß nicht, wie es sonst wird. Und in die Richtung? Nein, ich glaube, das war weiter. Hier lang? Oder so? Ich hab's nicht so mit den Wegen merken, leider. Verdammt. Das könnte ein bisschen dauern, denke ich. Nee. Irgendwo hier war das doch gerade. Da stehen sogar, also auf der Karte sind auch die UFOs eingezeichnet, da werde ich sie wahrscheinlich brauchen bei der Questreihe, wenn ich genug Elixiere später habe. Ich glaube 5 oder 6 Stück. Wie gesagt, ich will ja später alle Karten besitzen. Hatte ich leider bis jetzt noch nie geschafft. In meinen ganzen Final Fantasy 8 Zeit. In der 9 hatte ich es auch nie geschafft. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Hoffe ich. Irgendwo hier war es doch. Nein, da auch nicht. Vielleicht irgendwo hier? Nee. Ja. Ich glaube, ich habe es gefunden. Zwar rein zufällig, aber gefunden ist gefunden, würde ich sagen. Wer seid ihr? Ich bin Michael von Balamgan. Ich will mit euren Anführer sprechen. Ich bin Anführer. Ich höre,
Je nach Anliegen werden wir euch bitten, das Schiff zu verlassen. Ich will Lione sehen. Wir sind keine Feinde. Edea hat uns über euch erzählt. Wieso Edea? Edea steht jetzt nicht mehr unter dem Einfluss der Hexe Artemisia. Sie gehört zu uns. Daher braucht ihr Elione nicht mehr zu verstecken. Wir wollen Elione vor Artemisia schützen. Deswegen sind wir hier. Ich kann euch nicht trauen. Verlasst bitte das Schiff. Nö, ist nicht. Bleibt hier. Ich dachte gerade, ihr habt meine Katze gehört. Egal. Hey, lange nicht gesehen. Was ist denn? Ha, du bist es, Michael. Hätte nicht gedacht, dass ich euch hier sehe. Geht's euch allen gut? Wir wurden von diesem Schiff gerettet, als wir von dem Soldaten verfolgt wurden. Das war vielleicht ein Abenteuer. Ton wollte unbedingt, dass wir, oder Ton, ins Meer springen. Hattest du einen besseren Vorschlag? Außerdem warst du der Erste reingesprungen ist. Sie haben sich nicht verändert. Wo ist sie in Riona? Wir haben gegen Edea gekämpft. Seitdem liegt sie im Koma. Sie ist jetzt noch im Garten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich konnte sie Renoir nicht beschützen. Es tut mir leid. Du Arsch! Was habe ich dir erzählt? Habe ich dir nicht gesagt, dass du auf Renoir aufpassen sollst? Und du? Ton, beruhige dich. Das hat bestimmt einen Grund. Maike hätte den Renoir niemals im Stich gelassen. Stimmt doch, oder Maike? Wir suchen Elione, um sie zu beschützen. Aber wenn sie Renoir sieht, kann sie ihr vielleicht helfen. Siehst du, Ton, es wird alles gut. Renoir meinte doch auch, dass sie zurückkommen würde, dass wir zusammen Timber befreien. Okay, Michael, ich sag's dir nochmal. Wenn Renoir noch mal etwas passiert, wirst du es was erleben. Ja, ich habe lange nicht mehr vorgelesen, man merkt es, glaube ich. So, dann will ich erstmal den Timberman, ja, Timberman X mitnehmen und mit ihnen reden. Es macht Spaß, das Meer anzuschauen. Irgendwie wird es nicht langweilig. Ich habe hier gelernt, wie man ein Schiff steuert. Das ist nicht so einfach wie ein Zug. Hier hast du keine vorgegebenen Strecken. Hä? Die Girly Times? Warum hat er das? Willst du mir das nicht so geben? Klar, warum nicht? Wirklich im Ernst, danke. Dafür gebe ich dir das Namensschild und die Shiva-Karte. Gucken wir uns sie doch gleich mal an. Karten. Ne, Shiva, da. Och, sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. So. Dann wollen wir doch mal mit den Anführer sprechen. Hier. Das ist Mamas Handschrift. Sie hat also wirklich. Ihr nennt sie auch Mama? Sie hat uns großgezogen und ausgebildet. Uns ebenso, als wir klein waren. Wir mussten leider gegen sie kämpfen. Aber jetzt ist sie wieder unsere Edea. Die furchtbare Hexe Edea wurde wieder zur barmherzigen Mama. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Balamsitz. Ich danke euch allen. Ihr habt ja denselben Gruß. Mama sagte, dass sie diesen Gruß kannte, ehe sie die Seeds gründete. Holy. Holy shit. Hier ist er in dem Holy shit. Wie ich hier lese, sucht ihr Leone, richtig? Es tut uns leid, sie ist nicht mehr hier. Wie ihr wisst, haben wir Elione in der Nähe von Fisherman's Horizon abgeholt. Horizon. Horizon. Whatever. Danach sind wir nach Osten gefahren, um uns von der Hexe zu entfernen. Kurze Zeit später begegneten wir der galbadianischen Marine. Da waren viele Schiffe, die scheinbar etwas gesucht haben. Wir waren zu unvorsichtig. Wir wurden entdeckt und verfolgt. Natürlich sind wir geflohen, aber das Schiff ging kaputt. Elione musste vor den Galbadianern beschützt werden.
Da bereiteten wir uns auf einen Kampf vor. Da kam ein Esther-Schiff. Ein Kampf zwischen Esther und Galbadia begann. Wir wurden darin verwickelt. Danach passierte etwas Eigenartiges. Ein Esther-Schiff kam hier an. Sie boten uns an, auf ihr Schiff zu kommen. Sie wollten uns evakuieren. Natürlich lehnten wir ab. Wie konnten wir ihnen vertrauen? Sie haben zwar versucht, uns zu überreden, aber die Kämpfe um uns wurden immer heftiger. Als sie gerade wegfahren wollten, sagte er Leone irgendetwas und sprang auf deren Schiff über. Das sah aus nach Fallen. Das war nicht ihre Art. Wir haben nichts verstanden. Und das Esther-Schiff war verschwunden. Und wir... Nein, das ist nicht so wichtig. Das war's dann. Wir wollen nach Esther, sobald das Schiff repariert ist. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, Michael. Wir konnten sie nicht beschützen. Elione befindet sich also in Esther. Wir nehmen es an. Wohin gehen wir jetzt? Nach Esther. Wo? Esther, das Land des Schweigens. Das Land, das einst die ganze Welt in Schrecken versetzt hat. Zudem kommt der Garn auf einem solchen Untergrund wahrscheinlich gar nicht voran. Wir gehen trotzdem nach Esther. Dann kurz ersten Stock. Ich guck kurz auf den Timer. 2 Minuten noch. Oh. Das reicht gerade so, um ins Zimmer zu rennen und zu speichern. Leider kann ich immer noch nicht so lange ohne unangenehmes Gefühl sitzen. Immer noch leider noch nicht ganz verheilt, aber naja. Es kommt langsam. Zumindest zu schnell vielleicht sogar. Aber egal. Dazu mal ein andern Mal. Dann würde ich sagen, speichere ich. Und würde sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da. Und haut raus. Bis zum nächsten Mal.